Heute wird es spooky beim Spiel zum Sonntag, denn ich spiele Not Prone. Das soll auch genau das bedeuten, was ihr vermutet, nicht Porn. Es handelt sich hierbei um das schwerste Rätsel, das es im Internet gibt, so wie es ja auch da steht. Fast 19 Millionen Spieler seit August 2014. Nur 55 Leute sollen das bis zum Ende geschafft haben. Das entspricht 0,0001%. Und dieses Spiel hat 140 Level. Ja, warum spiele ich das jetzt so kurz vor Halloween? Ich komme mit der Musik so wenig klar, deswegen. Jetzt. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch, dem davon ein bisschen unbehaglich wird, aber naja. Ja, Level 1 ist noch super leicht. Ich muss bloß auf die Tür klicken. Ja, ich habe das erste von 140 Leveln geschafft. Hints and Rules. Da klicke ich mal drauf. Dann haben wir das hier. Ja, ich kenne mich noch ein bisschen mit dem Anfang aus, deswegen muss ich mir das nicht anschauen. The door is closed. Trick it or reach level 3 in a different way. Also, der Finger zeigt dir zur URL und hier muss man aus Level 2 Level 3 machen. Ja, dieses Spiel setzt viel auf Wissen, was mit URLs, mit dem Quelltext, mit allem drum und dran zu tun hat. Und jedes Mal, wenn man ein neues Level betritt, kommt dieses komische. Deswegen ist es halt die Halloween-Folge dieses Jahr. Hier ist gerade kurz was erschienen. Da sollte irgendwas stehen von wegen Stop being so negative. Oben steht ja False, deswegen müssen wir hier raus True machen. Oh, und schon geht's dann weiter. Nein, aus die komische Mucke. So, hier. Ich habe übrigens die Lösungsseite rechts von mir. Ja, es gibt auch Lösungen, obwohl es nur 55 Leute geschafft haben sollen. Hier haben wir einen Morsecode unter der Lampe. Wenn man hier auf die Münze klickt, dann Password Hint, Light Displays, naja. Oh, weil ich das schon mal gemacht habe. Weil ich das schon mal vor kurzem gemacht habe, wahrscheinlich. Egal. Also eigentlich hätte man da jetzt sowas eingeben müssen, nämlich Voodoo und Power. Aber bei mir ist es jetzt ins nächste Bild gesprungen. Naja, ich habe euch ja gesagt, was wir hätte machen müssen. Der Morsecode hätte das halt gesagt, ne? Eyes like an Angel. Ich will nee, das eigentlich markieren mit der Maus, aber ich ziehe das Bild gerade nur. Eyes like an Angel, smiles like a devil. What was the name of this song again? Und dann steht hier in meiner Lösungsübersicht, ja, ich mache das mit Lösungen, damit ich euch möglichst viel präsentieren kann innerhalb dieses Videos, dass das wohl ein Song von einem Voodoo-Buch sein soll. Das ist Song The Voodoo Book. Was? Das ist das Song The Voodoo Book, steht bei mir hier. Und dann muss man jetzt halt auf den roten Knopf hier klicken. Und dann öffnet sich eigentlich. Achso, bei mir lädt es heute mal wieder ein bisschen länger. Wie bei Happy Wheels gestern. Genau, hier wäre dann auch das mit Voodoo Power gekommen, wo man das hier halt eingibt. Simple Songs. Wow. Manches hat sich auch geändert, weil die Lösungen alle ausgetauscht wurden. Es haben wohl schon so viele verraten im Internet. Nicht speichern. Oh. Level 6. An alternative? Hier steht unten Search the net to acquire pieces of knowledge. Ich glaube hier unten ab. War das nicht irgendwie sowas? Wenn man hier was markiert. Ah! Schau mal einer an. Was auch immer das nochmal war. Der ASCII-Code soll hier wohl was. Soll hier wohl was verraten? Ich bin so scheiße im Erklären. Ich will das nur zeigen, weil das witzig ist. Und hier steht sogar noch als Hinweis Anagramm. War hier schon was mit dem Quelltext? Scheiße. War hier schon was mit dem Quelltext eigentlich? Seitenquelltext aufrufen. Ignore this always. Ja, immer in grüner Schrift ist dann ein Tipp zu sehen. ASCII ist eine Alternative. Aha, da steht also auch nochmal ein Hinweis. Ja, wie gesagt, man muss hier verschiedene Dinge nutzen, um auf die Lösung zu kommen. Also ich drücke jetzt mal hier links unten drauf, weil ich weiß, dass da wieder sowas erscheint. Genau, und dann war das Kill und Hour. Kill und Hour. Das waren halt die Zahlen, die da erschienen sind. Das muss man wohl in Buchstaben umwandeln. Wenn nicht speichern.
So, hier haben wir. Was? From now on, almost all levels require you to have a look at the source code. Jawohl, war mal eben mal. Hier. What Kenny Wrapper is it? Noch irgendwas Wichtiges? Bla bla bla. Hier. Times have changed in Deutschland. Was soll man denn hier eigentlich noch zu stehen? Von der Hilfeseite aus Level 2. Carefully with the OL. Ja. Also, hier haben wir halt Name It, rückwärts für Name It. Und früher, das ist ja Twix, ne? Und es hieß früher Ryder. Das heißt, es muss, glaube ich, rückwärts Ryder ergeben. So irgendwie Ryder. Habe ich das richtig geschrieben jetzt? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch, 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 ich glaube schon. Es lädt nur erstmal wieder. Ja! Jay should pack his stuff. Also JPEG, ne? Bei einem Bild eine Dateiendung JPEG. Also muss ich jetzt hier wahrscheinlich Grafik untersuchen. Screen 8A. Dann steht da Screen 8A. Ich versuche jetzt mal ein bisschen auch selber nochmal drauf zu kommen. J. So, dann gucken wir nochmal hier rein, ey. Was ist da? Ich kann nochmal hier nochmal in der Zwischenzeit gucken. Second song, which one should it be? Water became wine. Was? Redst du von mir und hier auch mit der komischen Mucke, ey? Die macht mich nervös. Say it loudly and proudly. Ich hab nur das S noch nicht angehört. Also, backwards. Nee, das ist noch vom vorherigen Level, ne? Aber ich guck mal nach. Also. Hier steht noch nicht mal irgendeine Erklärung, was man machen soll. Also, wie man auf die Lösung kommt, die steht nur bei mir in der Lösung, was man eingeben soll. Toll. Gut, dass ich das noch so gut erklären kann. Für das habe ich auch noch falsch eingegeben. Inverted. Nein. Inverted. Und jetzt gucke ich schnell. Level 10. So, nicht speichern. Eieieiei. View the source code. Was sind hier? Tears under John's mad notes of pain. Did the answer. What the fuck, ey? Was willst du von mir? Ich guck hier rein. Haben wir hier. Und hier gibt's ja keine Lösungen mehr, ne? Oh, hier, da musst du. Ah! Was ist denn geschoben? Von hier musst du selber klarkommen. Scheiße, ey. Revolution steht da oben. Ja, keine Ahnung, ey. Wie ist das nicht? Nur 9. Irgendwas. Ach so, mit 9. Ich weiß es nicht. Wie ist es nicht, Mann? So, turn me on und Dead Man. Hab schon wieder bestimmt falsch eingegeben. Oder sie haben es geändert in der Zwischenzeit schon wieder. Das kann auch sein. Nee, bin richtig. So, als nächstes braucht man eine Audio-Manipulationssoftware. Man muss sich also noch Software besorgen, um manche Ziele zu lösen. Ja, man hört doch was anderes als sonst hier, ne? He was impatient. Steht da ganz oben, also hier. Ew. The fuck? Was sagt das hier? What you hear? Quick, quick, don't let me wait, Alter. Ich klick da mal drauf, ne? Ja, ich finde es auch übrigens schön, dass da steht, ich brauche eine Audio-Manipulationssoftware, aber es wird einem nicht genau erklärt, wie man dann das, was man hört, auch da umwandelt für das Passwort und den Benutzernamen. Naja. Was haben wir hier? Ach, es geht weiter mit der Musik. Also, in Anführungszeichen mit der Musik. This one is pretty easy, steht bei mir in der Lösung. Also will ich das mal selber versuchen, ein bisschen rauszufinden. Was haben wir denn hier? Tell me. Scream 12. Das hilft mir. Ahead of its time. Ach so. Hä? Irgendwie. Wie ahead of its time. Vielleicht muss ich hier Level 12 eingeben. Ahead of. Nee, warte, warte. Ich habe eine Idee. Wenn man hier das Grafikinfo. Screen 12. Aha. Screen 12. Also muss ich jetzt Level 12 da oben eingeben oder was? Oder nee, 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 nee. Ich muss, glaube ich, Screen 11. Ja, genau. Screen 11, weil das ist ja Screen 12. Ja, mit dem Schiss tun, naja.
Wo nicht? Ach so, JPEG. Oh. Ich soll das richtige Bild dafür, dann muss ich JPEG eingeben oder was? Nein, shit, warte. Okay, dann machen wir es anders. Dann nehme ich einfach das Ding hier, das komplette Teil. Aha, so da rein. Und daraus Screen 11 machen. Komischer Sound, ey. Das war mal voll nicht mehr gruselig. Fucking Pants. Ey, nicht hier rumswearen, ja. So, zurück. Das heißt, ich muss dann das eingeben. Gut. Follow the truth. Fucking. Benutzername fucking. Na toll. Das passt jetzt zu not prone, ne? So, nicht speichern. Was ist das jetzt? Crossview. Oh! Oh nein, es ist der Scheiß zurück, ey. I'm ruining third dimension. Ach du Scheiße. Irgendwas soll ich, also hier mit meiner Lösung steht, irgendwas soll ich verändern. Ich weiß es nicht. Das ist blöde, ey. Ich kann ja eigentlich immer nur so rum, naja, rummotzen, weil ich zu doof bin und dann gucken, was die Lösung sagt. Aber ich finde das Spiel halt interessant, deswegen zeige ich das. Mal hier, vielleicht steht hier noch was Tolles. Switch Picks for Parallel View. Oh, ja, okay, keine Ahnung. Irgendwo hier drauf drücken wieder. Wo muss ich da drauf drücken, damit das weitergeht? Da, das wird. Aha. Attention Whore. Auf jeden Fall Remote Control. Vielleicht liegt die ja auf dem einen Bild minimal anders als auf dem linken oder so. Und deswegen irgendwie sowas vielleicht. Wenn man das übereinander legt, dass die dann leicht anders aussieht. Das könnte ich mir vorstellen. Was ist denn das? Ach so, hier sind ja irgendwas war hier mit Zahlen versteckt. Wenn man genau hinsieht und ich mit der Maus drüber fahre, dann sind da verschiedene Zahlen. Aha. Nur, wie hilft mir das? Das ist die Frage. Sind Buchstaben versteckt? X of 5? Ich weiß nicht. Wo muss ich das überhaupt eingeben, wo ich weiterkomme hier? Ach, Leute. Lucy in the Sky. Ich sehe hier so viel Text und irgendwelche Hinweise, die mich eigentlich im Endeffekt nur noch mehr verwirren. Je mehr Sachen ich sehe, die hier stehen, umso mehr verwirrt es mich. Ja. Nicht speichern. Ich bin eine Fernbedienung. Diesmal ist die 5 durchgestrichen und eine 14 stehen. Aha. Das Source Code soll mir einen Hinweis geben, anscheinend steht hier bei mir. What language is the password hint? Use it properly. Ich hätte auch übrigens die deutsche Version spielen können, aber nee, das war mir zu einfach, weißt du. Ich dachte mir, ich spiele das Original in Anführungszeichen. Habt ihr am Anfang gesehen von diesem Video, dass es auch eine deutsche Version gab? Ja, okay, also. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Ja, hier muss man irgendwie. Da steht ja bin there. Bin there, bin heißt es. So, deswegen Qua. Aha, hier steht Qua für Französisch und da oben muss ich das Bin der also übersetzen in Déjà-vu. Ach du Scheiße, muss ich auch richtig schreiben, ey, Mann. Da. So. Dann hier. Wu. Was? Oder ich muss es nur ohne. Kann ich das auch ohne die Dinger da? Wieso steht in meiner Lösung Deja mit diesen typischen Akzentstrichen, wenn ich die gar nicht brauche? Auf jeden Fall, ich will euch noch was anderes zeigen, und zwar, wie komme ich da jetzt am besten hin? Not prone. Da springe ich nochmal zum Anfang des Spiels. Und zwar, das ist noch ganz witzig, kann man hier nämlich Level 0 eingeben in der URL. Dann springt man tatsächlich zu Level 0. Und das Beste daran ist, also ich weiß nicht, warum man das jetzt nochmal extrahiert hat, man kann sogar noch Level minus 1 eingeben. Ihr habt ja vorhin gesehen, bei dieser Einlösungsseite stand Level 9 bis 81 gibt es keine Tipps mehr. 81 ist das letzte Level, das vorwärts geht. Es gibt aber noch einige Level, die rückwärts gehen und so kommt man halt auf die 140 insgesamt. Man kann noch bis Level minus, jetzt muss ich mal kurz gucken, man kann noch bis Level minus 44 anscheinend. Ja.
Und dann muss man hier gucken, da ist ein V, also jemand macht da das V-Zeichen, das ist das Peace-Zeichen. Und das ist halt als V zu werten. Das weiß ich, das ist das Einzige, was ich gerade weiß, dass man das so machen soll. Dann gibt man da halt V ein. Und dann kommt man zu Level minus 2 und so weiter. Echt krass. Und dann können wir noch ein paar. Ein Bild fand ich noch besonders lustig, das würde ich auch noch ruhig zeigen. Das muss ich unbedingt nochmal einfangen. Da bin ich ja nicht hingekommen mehr in diesem Video. Ist auch nicht schlecht, oder? Level 19 hat einfach so einen Stinkefinger. Finde ich auch nicht schlecht. Ich glaube, da war der Gag irgendwie, dass der Finger nach links zeigt. Warte, ich guck mal schnell in die Lösung. Ja, und dann hat man da halt so einen Text in, ich glaube, in dem Quellcode oder so. Und da muss man dann immer einen Buchstaben dann nach links, weil der Finger hier auf dem Bild nach links zeigt. Irgendwie sowas ganz Komisches. Auf jeden Fall ein ziemlich cooles Spiel, muss man sagen. Ist jetzt nicht unbedingt was für mich, weil ich wäre wahrscheinlich nie auf manches gekommen, schon von den Sachen, die ich da lösen musste, obwohl ich normalerweise eigentlich solche Rätselspiele mag. Nun ja, das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.